Die stehen hier zwischen all den anderen Leuten, können leider nicht so viel tun, unterhalten sich da wohl gerade, dass sie Ilso zwar zurückgelassen haben, aber in den guten Händen von einem jungen Geweihten, den ihr natürlich schon kennt. Und er ist natürlich zurückgeblieben, um von hier aus das Land weiter aufzubauen. Ja, Zulamin freut sich, als sie von Leatmon hört und ist kurz in Versuchung, mit den Frauen zu reden. Aber sie hat ja Hassan versprochen, dass sie sich nicht in Gefahr begeben wird. Also schlendert sie einfach weiter durch die Stadt und zwar durch die Gassen zwischen der Avianda und dem Raya-Tempel. Und der Raya-Tempel wäre dann sozusagen die vorläufige Endstation ihres Ausflugs. Ausgezeichnet. Du kannst wohl auch erkennen, dass die Torwaler wieder dabei sind. Auch die kannst du brummelig hören. Die Leute von Styrbjorn, dem schwarzen Leibschuhn, der Hetman Rache für Janka, die sind auch wieder hier. Die sind ja aufgebrochen. Irgendwann kurz bevor oder nachdem, du weißt es nicht mehr genau, ihr hattet den Malmer besiegt. Ich glaube, danach seid ihr aufgebrochen. Ziemlich verstimmt war die damalige Situation, aber mittlerweile laufen die wohl auch wieder zwischen den Gassen umher und sie tun nicht so, als wäre das ihre Stadt. Das machen sie nicht. Aber sie sorgen wohl gemeinsam mit der Stadtwache für Sicherheit, weil sie wohl von der Bevölkerung auch ziemlich gut angesehen werden. Immerhin sind das Leute, die sich hier schon auskannten, bevor das so gut war. Und die scheinen wohl gerade relativ viel Respekt zu genießen und ahlen sich auch so ein bisschen da drin. Das nimmt Sulamin ein bisschen skeptisch zur Kenntnis, denn sie erinnert sich noch gut daran, dass Yalan damals den Verdacht hatte, dass die Frau von diesem Styrbjörn eine Blackarat-Spiererin sein könnte. Ja, Yalan Yalan. war kurz davor, da reinzumarschieren und die Frau abzustechen, meinst du? So kann man es auch ausdrücken, Und ich ja. möchte nur, dass du anders hältst, nämlich gerade den Aber Verdacht. Yalan ist gerade nicht hier. Was würde er jetzt wohl tun? Und so kannst du dir tatsächlich zu den ganzen vielen Leuten, den Flüchtlingen, ein kleines Bild machen. Und dass es Einzelschicksale sind, nicht nur Zahlen auf einem Blatt Papier. Was tun die anderen? Boltax ist gerade wieder an Bord der Avianda gegangen. Ja, genau. Ich würde jetzt auch erstmal in meine Kajüte gehen, einmal kurz gucken, ob meine wertvollen Besitztümer, also hauptsächlich die Reste der Tagebücher der anderen und Ja, den ganzen. Groschow knurrt dich Genau. an und kannst Oh. Gornach nachher wohl sehen, wie er auf deiner Steinplatte sitzt und ihm gerade liebevoll den Kopf tätschelt. Oh. Alles gut bei euch? Ja, ihr seid wieder da. Wir sind wieder da. Sehr Wir hatten gut. Ärger. Wir hatten Ärger mit Geistern. Wirklich? Gut, dass Ja. du da bist. Ja, gut, dass ich da bin. Ja, die anderen sind auch wieder da. Truk hat gesagt, er hat zwei Männer verloren. Aber sie Oh. haben mit den Fjarningern gesprochen. Nee, Alles nicht die gut. Fjarninger. Was sagt er? Wie heißen die mit F? Akina? Verkina, die meine ich. Ja. Ich verwechsel die immer. Alle die Es gleichen, sind Tiefgeborene. Tiefgeborene, es sind halt nicht wie wir hochgeboren, ne? Genau. Hochgeboren, tiefgeboren. Naja, zumindest Richtig. haben wir zwei Männer verloren, aber wir haben ihn jetzt Verstand eingeprügelt. Ach so, und er hat gesagt, es gibt Steckbriefe von euch. Hat er mitgenommen. Er konnte die sogar lesen. Das ist gut. Die waren extra für Leute, die nicht lesen können. Das ist, der König muss gucken, wie er verfahren will. Rafim ist ja, wie gesagt, auch wieder da. Wir werden vermutlich demnächst mal eine Stammessitzung einberufen und Ja, mach mal. dann darüber reden. Gut. Ja, und Groschow, mein Kleiner, wie geht's dir? Oh, geht's dir gut? Bist du ein Feiner? Oh. Knurrt. Ah, er hat sich gut um dich gekümmert. Oh. Ja, nun, ich muss auch gleich schon wieder los. Ich glaube, wir werden in der Kapitänskajüte gleich noch besprechen müssen. Haben sich denn hier alle auf dem Schiff ordentlich verhalten? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber ist niemand hier reingekommen und hat versucht, irgendwas rauszunehmen? Nee, das ist ja meine Aufgabe. Ja, richtig, Sachen vom richtig. Gut. Schamanen bewachen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, dann mache ich mich auch gleich schon wieder auf. Bis später. Ja, Rafim, als du deine Kajüte betrittst, kommt dir ein Knochen entgegen.
gut, alles gut, alles gut. Kein Grund mir die... Ey, das ist meine Hand, nicht in die Hand. Ja, okay, ein bisschen ist okay. Na, wie geht's dir? War alles gut? Na, du lebst. Die anderen sind nicht tot. Also haben sie sich wohl benommen. Also, ich kann dir erzählen. Mein Abenteuer war in Ordnung. Guck mal, ich habe diesen Speer gefunden. Schön, ne? Hängen wir an der Wand, dachte ich erstmal, oder? Vielleicht gehen wir damit fischen. Wollen wir fischen gehen? Wir gehen fischen. Sehr gute Idee. Mit diesen Worten würde ich anfangen, mich auf in meiner Kabine zu entkleiden, meinen neuen Infanteriewaffe mitzunehmen und versuchen, im Hafen Fische zu fangen. Mit dem Chorspieß vom Heiligen Raschstuhl. Mit dem Heiligen Raschstuhl-Chorspieß möchte ich jetzt Fische fangen. Gut, dann ist das wirklich mal, ein guter Kampf gegen die Fische. Speerfischen ist das. Speerfischen, ja, das ist ein Metatalent. Hast du Angeln? Kein Stück. Ja. Das vermutlich auch nicht schaffen. Speere ist das sonst. Speere, Ansitzjagd, Speerfischen. Gibt es, wie gesagt, ein Metatalent zu. Kannst du gerne mal auf Speere. Ja, aber dein Talent wird es allerhöchstens 0, da dein Talent wird immer nur höchstens das Doppelte des niedrigsten beteiligten Talentes sein, davon, wenn du Fischenangeln nicht hast. Ist das so? Ich dachte, du musst 3, 4 zusammenrechnen und dann geteilt durch 3, 4. Ja, du rechnest sie zusammen, aber dein Maximum kann immer nur höchstens das Doppelte des niedrigst beteiligten Talentes sein. Sieht erfolgreich aus. Kommt drauf an, worauf der mittlere Wert würfelt. So, es ist ganz egal, wie du das ausrechnest. Der maximale Talentwert bleibt 0. Ja, du springst mit dem heiligen Chorspieß von Raschul Ashaik, gegeben von den Göttern da selbst, ins Wasser mit einem lauten Schrei und verscheuchst einige Fische, die im Hafenbecken sich tummeln. Findet Mira denn wenigstens welche? Weil die sollte das ja wenigstens können. Mira wird dir hinterher springen. Du kannst dann nach ungefähr einer halben Stunde kannst du wieder mit einer Krabbe nach oben kommen. Mira findet 3, 4 Fische und 3, 4 Krabben. Ja, eine erfolgreiche Jagd. Ja, sehr gut, sehr gut. Da werden die anderen beeindruckt sein, wenn wir denen davon erzählen, Mira. Ja. Diamantis. Als du in deine Kajüte kommst, kannst du dort den alten Mann vorfinden, der an einem Krückstock auf deinem Bett sitzt. Sind wir also wieder zurück, ja? Du bist nicht der Junge, der mir sehr erschienen ist. Der Junge, der in meinem Kopf war, seitdem wir durch den Zeitriss gegangen sind, bist du anders. Was ist mit dir passiert? Opfer müssen gebracht werden. Ich hab trotzdem Weisheiten für dich. Mein Aussehen sollte dich nicht kümmern. Für was opferst du sie? Für mich? Für dich. Ja. Für dich. Setz dich zu mir. Ich berichte dir vom Leben. Vom Leben? Ich weiß vieles, was sich über das Leben zu wissen lohnt und ich weiß genug. Man kann nie genug wissen. Dann sag, was du zu sagen hast, aber ich hab zu tun. Ich muss währenddessen etwas anfertigen, was zeichnen. Ich werde hier sitzen und zuhören. Okay, dann lausche meinen Worten. Und lausche ihn gut, ich werde mich nicht wiederholen. Hi. Serpentilio, du betrittst deine Alchemistenküche. Ich stelle meine Tasche ab. Schaue kurz auf die ganzen zurückgelassenen, herumliegenden Überbleibsel auf der Werkbank. Und dann ziehe ich mich erstmal um, denn ich laufe immer noch in der Paraderobe herum, die Zulahin mir gekauft hat. Vermutlich mittlerweile auch entsprechend aussieht. Und sobald das erledigt ist, setze ich eine gewisse Kröte auf einen leeren Schemel, setze mich ihr gegenüber hin und lasse den Zauber fallen. Wo hast du ihn hingesetzt? Auf einen Schemel oder Stuhl, was auch immer gerade das nächste Beste war. Ja, dann siehst du, wie vor dir aus dem Kröterich hervorbricht der Elite-Diener, den du verwandelt hattest, als du mit Diamantis gekämpft hattest, beziehungsweise irgendwo unten im Palast. Ich
Hartmann spreche ich ihn auf eher gebrochenem. Urtulamidia hatten wir da gesprochen, nicht wahr? Urtulamidia, ja. Urtulamidia. Ihr regt euch jetzt nicht auf. Ich habe viel gesehen, Koptanim. Das ist ungewöhnlich. Das ist nicht meine Welt. Ist es nicht. Nun, wenn euch die Information beruhigt, ich habe euch hier so gesehen vor der Vernichtung eurer Heimat bewahrt. Eben auch über Umwege. Ihr seid ein mächtiger Diener. Ein mächtiger Magus. Koptanim. Wenn ihr das so wollt, ja. Seht, ich habe zwei Möglichkeiten für euch. Die eine ist, dort draußen sind viele Leute. Einige mögen eure Sprache sprechen. Ihr könnt gehen und euer Glück versuchen. Oder ich könnte jemanden gebrauchen, der mir in der Stadt zur Hand geht, wenn ihr Unterkunft haben wollt. Dies ist nicht meine Welt. Ich diene euch, wenn ihr mögt. Hervorragend. Dann fangen wir doch direkt an. Und ich glaube, selbst wenn du fängt an, irgendwie die Rahmenbedingungen zu erklären. Dies ist ein... Wo waren wir? Ich könnte was wahrscheinlich wissen von Schiff, aber dies ist unser Schiff. Dies sind die relevanten Leute. So sehen die großen politischen Entitäten aus. Im Übrigen, die Götter heißen jetzt XYZ. Baikalel zu sagen, ist allgemein verpönt und so weiter und so fort. Dann würfel eine Lehrenprobe. Lehren? Oh, ich habe Lehren auf 10. Richtig. Natürlich habe ich Lehren auf 10. Ich habe in Mirren gelehrt. Das war mein Job. Ja, du sollst auch andere Mithelden unterrichten, falls die mal eine Frage an dich haben. Das sind die doch eh nicht zu schätzen. Ich weiß. Also ich benutze ihn sehr gerne als Lehrmeister für die verschiedensten Wissenstalente. Mhm. Ich nicht. Und dann, irgendwann später am Tag und abends will ich bei Diamantis aufschlagen. Okay, dann vergeht eine bestimmte... Hatte man einen Namen? Der Mann? Abu Ibn Abu. Okay, nehme ich. Wenn er das erst am Abend tun möchte, kann ich da noch kurz dazwischen? Ihr könnt in beliebiger Reihenfolge euch jetzt gegenseitig treffen, wenn ihr mögt. Ihr seid auf Raumschiff. Boltax kann Angora Schminia wieder mitgebracht haben von der Schild von Xor, von der Seeadler von Xorlosch. Und dann könnt ihr euch in beliebigen Reihenfolgen, in beliebigen Räumen treffen oder aber alle gemeinsam. Ich würde mich gerne unter dem Schleier eine Weile in den Raya-Tempel setzen und dort eine Liturgie wirken. Tatsächlich nicht sprechen, sondern das geht lautlos. Wie sieht es denn da überhaupt so aus, also wenn ich da reinkomme? Also es ist ein bisschen besser geworden. Die Wände wurden wohl neu vertäfelt, aber es sieht abgebrochen aus. Also so, als würden dann andere Dinge wichtiger gewesen sein. Viel noch mit Baustelle, irgendwelche Tische, die da noch am Rande stehen. Das ist auch noch nicht fertig angemalt, aber man wollte hier wohl eine ganze Menge investieren. Jetzt ist es sowas wie eine Baustelle, aber eine gute Baustelle. Gut, dann besieht sich Zulamin den Fortschritt, denn es ist ja trotz allem ein Fortschritt, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, wie sie es sich wünschen würde. Und setzt sich dann unter die Statue der sich aufräumenden Stute. Und zwar möchte ich eine göttliche Verständigung wirken und mit Reshalia Ajak Halil in Kontakt treten. Und wir müssten kurz die Modifikatoren durchgehen, damit ich weiß, wie viele Worte ich habe. Ja. Es ist so eine nervige Liturgie, die blöden Worte zu zählen. Ja, wirklich. Kriege ich noch eine Erleichterung aus kirchlichem, göttlichem Auftrag, denn ich möchte Reshalia als Metropolitin informieren, dass Asaban vom Glauben abgefallen ist. Wenn das um den Schleiertanz geht, dann ja. Okay, gut. 0 bis 7? 5. 5, okay. Das ist eine 5er-Erleichterung. Es ist ein Tempel meiner eigenen Gottheit. Das ist eine 8er-Erleichterung. Und
Ja, sonst ist, denke ich, nichts relevant, außer dass es eine Grad 2 Liturgie ist. Das heißt, ich würfle das mit einer 6er Erleichterung und dann zähle ich Wörter. Aber mir, während du in deiner Kajüte sitzt, so ein bisschen die Augen zugemacht hast, kannst du so ein bisschen Kratzen hören. Es klingt nicht nach Hunden über dir oder nach Katzen, sondern wie so ein Trippeln und Trappeln. Ich mach so widerwillig ein Auge auf und guck mich mal so um. Welche Tageszeit herrscht inzwischen? Ist es schon dunkel geworden? Oder? Also du hast bestimmt 2 Stunden hast du geschlafen, wenn du durch das Kajütenfenster blickst. Die Sonne ist ein bisschen weitergezogen, vielleicht 2 Stunden. Also wenn du auf deine Taschenuhr von Leonardo blickst, 16. Stunde. Länger als ich dachte, woher kommt dieses Geräusch? Ich richte mich mal verschlafen auf, wisch mir den Schlaf aus den Augen und probier mal zu eruieren, woher dieses Geräusch da hören. Es kommt wohl aus den Wänden. Trippeln und Trappeln aus den Wänden. Ich lege mal mein Ohr an einer der Wand, wahrscheinlich an der Nachbarwand zu der Künstlerin. Ja. Also du hast ja schon selber Löcher in deinem Holz gesehen. Da ist eigentlich gar kein Platz für Ratten in den Wänden, weil es ist ja keine Steinwand, die dann irgendwie ausgehöhlt werden könnte, sondern es sind einfach nur irgendwelche Holzplanken, die die Räume voneinander trennen. Aber es klingt gedämpft durch Holz, nicht von der anderen Seite. Es macht dich so ein bisschen wahnsinnig, würdest du fast meinen. Ich geh mal zur gegenüberliegenden Wand, ob da auch dieses Kratzen ist. Ja, auch bei der Kaplanin. Woher kommt dieses verdammte Geräusch? Egal. Ich richte mich jetzt vollständig auf, hole das Buch heraus und schlage es auf die zweite Seite, die erste Seite ich schon studiert, und probiere mal das zu entziffern, was dort geschrieben steht. Und beschäftige mich mit dem Buch und mit der Abschrift, mache mir Notizen und probiere das Buch Wort für Wort und sinngemäß zu übersetzen. Also, das ist dein Monikon, okay. Das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, aber nur gut. An sowas sind schon Leute wahnsinnig geworden. Das soll passieren, ja. Dann wollte ich, glaube ich, Serpentilio. Ein kleiner Schritt. Ich glaube, Serpentilio wollte zu Diamantis. Hatte nicht. Achso, war das mit der Liturgie alles, was du vorhattest, Solamin, oder? Ja, aber ich würde einfach noch die Worte sprechen, dann kannst du. 27 Sternchen und 18 Punkte übrig. Wie viele Worte sind das? Also, das sind, ich habe einen 18er Wert, plus 3 aus Nähe zur Gottheit, das wird halbiert und plus 5. Das heißt, ich habe 16 Worte, die ich dann auch ausschöpfe. Und ich spreche sie deswegen nur auf Grad 2, weil Rechalia ist erstens die Vorsteherin meines Heimattempels und zweitens die Person, die mich geweiht hat. Also, sie ist für mich die Geweihte auf der Welt, die am leichtesten zu erreichen ist. Jo, okay. Und Zulamin setzt sich eben vor die Pferdestatue und konzentriert sich. Denkt an Rechalia, ihre überwältigende Ausstrahlung und ihre leeren weißen Augen. Und sie spricht die Worte nicht wirklich, aber in ihrem Kopf spricht sie sie in die Leere hinein. Asaban von Zorgan wurde versucht und Raja hat ihn verstoßen. Der Gürtel ist keine Gefahr mehr. Ein das war's auch schon. Tiefes Gefühl der Harmonie überkommt dich, wenn du diese Worte denkst oder leer aussprichst. Ja, und Sulamin weiß, dass Rechalia die Botschaft erhalten hat und dementsprechend handeln wird. Gut, dann machen wir weiter an Bord der Avianda. Es klopft bei Diamantis. Und dann
ich nehme an, du versteckst irgendwie deinen Stuff, wenn du irgendwas Paktierermäßiges tust. Da ist kein Paktierermäßiges. Okay. Diamant sitzt an dem kleinen Schreibtisch rübergebeugt und zeichnet an einer Skizze. So, es treten ein Serpentilio und ein Elite-Diener. Was? Das hier ist Abu. Verzeiht, ich versuche im Schnellgang Gerethi beizubringen und es ist ein nervenzerrender Prozess. Ja, der Diamantusgriff geht halt zur Waffe. Bist du dir sicher, dass wir dem trauen können? Wir sprechen Gerethi und er versteht davon immer noch kein Wort. Und ich schlappe ihn halt mit mir rum und spreche to the media mit den meisten Leuten. Vielleicht, Abu hat sich vielleicht ein Paddel oder so etwas genommen, was rumlag. Nein. Ein Besen oder ein Paddel, ja. Ja, er kann. Er ist bewaffnet. Er kann noch sehen, wie ein dieser Palmwedel aus der Kiste von Diamantes heraus ragt. Diamantes geht aber mit dem Fuß hin und schiebt die nochmal unterm Bett, damit er es nicht mehr zu sehen ist. Ventilio hat sich zwischenzeitlich ungefragt gesetzt. Nun, jedenfalls, ich denke mir, es ist gut, wenn er uns beim Reden zuhört. Nicht unbedingt jetzt uns beiden, aber mir und Leuten, damit er ein wenig Gewöhnung bekommt. Vor allem erst einmal, dass du der Media. Sag ich, werde ich auf Geräte mit ihm sprechen, dann wird er wohl nicht mithört. Ja, ich weiß, seltsames Setup. Nun, ihr seht hier, ich habe unsere Vorratssituation betrachtet und die Menge an Gewandheitstränken, die ihr verzehrt, ist besorgniserregend. Ich habe getrunken. Ja, nun, ich hatte da eine Idee, wie man einen, sagen wir, permanenteren Effekt hervorrufen könnte. So dass ihr nicht an den Konsum eines solchen Trankes wird. Und wie genau würde das aussehen? Ein Zauber oder sogar ein Artefakt? Nun, im weitesten Sinne des Wortes, es wäre eine winzig kleine, im Grunde gar nicht auffallende Dämonenbeschwörung beteiligt. Und ich soll da in einen Handel mit diesem Dämon eingehen? Oh nein, den Handel werde ich für euch eingehen. Nun, den Dämon zu kontrollieren, werde ich für euch tun. Ein Handel ist es ja nur auf der metaphysischen Ebene, wenn ihr die zur Verfügung gestellte Astralkraft als Gegenleistung für den Dienst des Dämons betrachtet, den nicht so wichtig. Jedenfalls, nein, es ist ein Dienst. Stellt euch vor, ein Pferd dient euch, indem ihr auf ihm reitet, und der Dämon dient euch, indem er euch stärker, schneller, ich würde behaupten, schlauer macht, aber das kann ich nicht garantieren. Also, das macht auch was mit meinem... Nein. Wie sollte es mich denn sonst schlauen? Deswegen kann ich dafür nicht garantieren. Und da ist keine Gefahr für mich mit dabei? Nun, Dämonen selbst sind natürlich widerspenstige und gefährliche Biester, aber ihr kennt mich und meine Kunst und wisst, dass ich sie unter Kontrolle habe. Ich könnte in Erwägung ziehen, dass wir das machen, aber nur wenn du mir wirklich sagst, genau sagst, was du da mit mir machen willst. Selbstverständlich, ihr werdet sowieso bei dem Prozess anwesend sein müssen. Daher werde ich euch die gesamte Sache von vorne bis hinten dabei durcherklären. So oder so würden wir einen Dämonen des Baal Akarats herbeirufen, der sich an euch anheften wird und von dort aus eure Körperfunktionen verbessert. Ja, vielleicht hätte ich jetzt doch lieber nicht gewusst. Wissen ist Macht, Diamantes. Und du bist dann derjenige, der diesen Dämon unter Kontrolle hat. Das heißt, du hast dann auch mich unter Kontrolle. Wenn ihr das so sehen wollt, ja. Wer sagt denn, dass ich dir so weit vertraue? Und ihr zuckt mit den Schultern. Nun, die Tatsache, dass ich zu euch gekommen bin und nicht eure Kapitania, sollte es euch erklären, oder? Vielleicht sind das ja nur kleine Intrigespielchen. Also, bisher warst du ja ziemlich vertrauenswürdig, aber